Herr Fähring, wir befassen uns heute mit der Zukunft des ländlichen Raums. Worauf kommt es da am allermeisten an? Sich nicht vereinzeln, sondern wir wissen, das ist ein Raum. Es sind nicht nur einzelne Dörfer, nicht nur einzelne Städte. Man muss zusammenwirken, man muss seine gemeinsamen Stärken sammeln und daraus dann auch Schlagkraft entwickeln, Attraktivität entwickeln. Im ländlichen Raum steckt viel an Perspektiven für die Zukunft. Das muss man den Menschen auch sagen, auch ruhig mal ein bisschen prunken und sich selbst loben. Nun gibt es ja nicht nur Stärken, es gibt ja auch Schwächen. Das heißt, es gibt auch Dörfer, die vielleicht eher Probleme haben als andere. Wie gehen wir denn mit den schwächeren Gliedern um? Das ist in der ganzen Gesellschaft so, im ländlichen Raum, in den Dörfern, aber auch in manchen großen Städten. Menschen werden deutlich weniger, wir werden ja insgesamt weniger und das passiert sehr unterschiedlich im Land. Das heißt, man muss dann jeweils darauf achten, dass man seine eigenen Stärken bündelt und dass man dafür sorgt, dass Attraktivität da ist für die jungen Menschen, da zu leben, Kinder zu haben, dass es Arbeit gibt, die gut bezahlt ist, dass man wohnen kann zu preisgünstigen Bedingungen, auch Platz hat dabei und barrierefreie Wohnungen für die Älteren da sind und dass dafür gesorgt wird, dass die Daseinsvorsorge insgesamt gesichert ist. Wenn eine Stadt, wenn eine Gemeinde, wenn ein Kreis diese Dinge bewirbt und den Menschen deutlich macht, das gibt es bei uns, dann glaube ich, hat ländlicher Raum in vielerlei Hinsicht auch viele Attraktivitäten, die die Menschen dort halten. Ein bisschen ist immer Mode dabei bei den jungen Leuten, dass sie in die großen Städte, an die Universitäten gehen. Aber wir müssen sie auch gehen lassen, die müssen auch lernen, die müssen auch im Ausland sein können. Aber wir müssen sie nahhalten und immer wieder informieren, wie attraktiv es ist, in Niedersachsen, in Holzminden zu wohnen. Ist die Politik ja ein Akteur, aber sicher nicht der, der alles alleine machen kann. Welche Rolle spielen andere Akteure, die Wirtschaft, die Bürgergesellschaft? Politik macht noch zu wenig. Ich bin da nicht zufrieden mit uns, sondern wir müssen den Mut haben, mehr nach vorne zu gucken. Denn wir kennen einige Daten, die schon problematisch sind im Blick nach vorne. Ich will das jetzt nicht schönreden, das ist schon eine Herausforderung, in der wir sind. Und richtig, man braucht außer der Politik auch die soziale Gesellschaft. Die Bereitschaft der Menschen, sich zu engagieren in den Städten und Gemeinden, in Vereinen, Verbänden, Organisationen unterschiedlicher Art. Staat kann nicht alles alleine. Und Menschen können viel, können dazu beitragen, dass Gesellschaft funktioniert, dass Menschen für Menschen da sind, dass sie aufeinander achten. Eine der größten Krankheiten in Deutschland ist die Einsamkeit. Menschen, die alleine sind, während andere ganz viel Zeit haben. Und das sind so Dinge, wo man sich herausgefordert fühlen sollte und sagen, das lass uns mal miteinander organisieren, bei uns im Dorf, in der Stadt, im Stadtteil, uns gegenseitig helfen. Organisationen dafür gibt es und die brauchen Menschen, die helfen. Aber das gilt auch für die Sportvereine zum Beispiel. Vielen Dank, so wollen wir es anpacken und gute Veranstaltung noch. Dankeschön. Ja, ich bedanke mich auch.